Hallo, grüße euch, Paraguay Live und herzliche Grüße wie immer aus dem sonnigen Paraguay. Das heutige Thema ist, wohin auswandern als Deutscher, Schweizer oder Österreicher? Bleibt dran! So, richtig. Paraguay Live, also es kann sich nur um Paraguay handeln. Es liegt in Südamerika, wusste ich vorher auch nicht. Aber, da der Kanal natürlich bekannt ist, sprechen wir heute vor allem über die Einwanderungsdokumente. Okay, kurz zusammengefasst, bleibt dran. So, wohin auswandern als Deutscher? Paraguay. Klar, die Einwanderungsdokumente nur jetzt für Deutsche. Bitte richtig zuhören. Bravo, nur für Deutsche. Nach dem Motto, warum es einfach, wenn es kompliziert geht. So, was braucht ihr? Ihr braucht die Geburtsurkunde. Das ist das A und O. Heirats- bzw. Scheidungsurkunde, falls natürlich betreffend. Und Führungszeugnis, nicht älter als 3 Monate. Und jetzt kommt das Wichtigste. Alle Dokumente müssen, nochmal, müssen durch die paraguayische Botschaft in Berlin bzw. über den paraguayischen Konsulat in Frankfurt am Main beglaubigt bzw. legalisiert werden. Das ist das Wichtigste. Also alle Dokumente für Deutsche, nochmal, nur für Deutsche, müssen dank Deutscher, gut gemacht, durch die paraguayische Botschaft, wie gesagt, legalisiert werden. Gut gemacht, Jungs, wirklich tolle Klasse. Warum es einfach, wenn es kompliziert geht? So, jetzt kommt es weiter. Was sollen die Schweizer bzw. auch die Österreicher und auch andere Nationalitäten, alle anderen Nationalitäten, auch Schweizer und Österreicher, wenn ihr das Glück habt, hört jetzt bitte zu, was ihr braucht. Also, zum Beispiel die Schweizer oder auch Österreicher oder wie gesagt, alle anderen Nationalitäten. Ja, ich werde nicht alle jetzt aufzählen, sonst würde das Video natürlich zu lange dauern. Aber wichtig, alle anderen Nationalitäten, das betrifft auch mich als Pole, Russen, ja, kommen viele Kanadier, Amerikaner, Österreicher, Schweizer, so oder so, also deutschsprachiges Raum. Was wichtig ist, also Geburtsurkunde, wie immer, Heiratsurkunde bzw. Scheidungsurkunde und Führungszeugnis, genau das gleiche. Es nennt sich, glaube ich, in der Schweiz etwas anders, aber da könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wie sich das in der Schweiz bzw. in Österreich der richtige Name von Führungszeugnis. Gut, wie auch immer, die 3 Dokumente braucht ihr aber dann nur, nochmal, nur mit Apostille. Also es reicht. Es ist weder die deutsche Botschaft noch die paraguayische Botschaft noch der paraguayische Konsulat in Frankfurt notwendig. Okay? Also nur Apostille. Es leicht vollkommen und mit diesen Dokumenten kommt ihr dann nach Paraguay und lässt über uns die E-Mail bzw. die Adresse, auch Telefonnummer per WhatsApp, gebe ich euch unten drunter. Könnt mich gerne anrufen bei Fragen. Immer auf dem aktuellsten, auf dem neuesten Stand. Das ist das Wichtigste. Also bitte noch nicht vergessen,
Kurze Zusammenfassung: Deutsche benötigen auf jeden Fall die Botschaft, die paraguayische Botschaft bzw. Konsulat und alle anderen Nationen benötigen nur Apostille. Das ist die Kurzfassung, okay? Also bitte nicht vergessen, bei Fragen immer anrufen bzw. per E-Mail anschreiben und Fragen, die euch interessieren, am besten auch unter dem Hashtag Paraguay Live direkt an mich bzw. an unserem Paraguay Live Team stellen. Wir werden diese sicherlich schnellstens beantworten. Also, liebe Grüße, nicht vergessen, bei Fragen einfach mal anrufen und bleibt gesund. So, ich hoffe, das waren wichtige Informationen für euch. Ja, es hat sich einiges geändert. Das ist das Wichtigste. So, hier oben könnt ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und links, wie immer, werde ich weitere empfehlenswerte Videos aus unserem Kanal darstellen. Okay, also, macht's gut. Schaut euch gerne die Informationen an. Die sind ja wichtig. Likes nach oben und Fragen in den Kommentaren. Bis dann. Ciao.